Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Diesmal keine normale Folge, es ist Folge 100. Und ich habe mir gedacht, was würde da besser passen? Ich muss hier die Wagen mal ändern, denn eigentlich hat er jetzt andere Wagen mittlerweile. Was würde da besser passen, als nochmal hier komplett alle Achterbahnen zu fahren? Ursprünglich war es geplant, dass Fabi mitmacht in der Aufnahme, da es sich gewünscht wurde. Problem ist aber gewesen, wir haben es mit TeamViewer versucht, wir haben es mit Skype versucht, weil mein Mikro ist nicht dafür geeignet, dass sich zwei Leute gleichzeitig davor setzen. Oh Gott, ist das hoppelig. Dass sich zwei Leute gleichzeitig davor setzen und miteinander sprechen. Das nimmt wirklich nur das auf, was wirklich hundertprozentig direkt reingesprochen wird. Und deswegen wollten wir das über TeamViewer bzw. Skype machen. Videoübertragung. Tja. Und bei TeamViewer war es leider so, dass sofort der Bildschirm bei Fabi schwarz geworden ist, als ich mein Aufnahmeprogramm gestartet habe, was natürlich denkbar unpraktisch ist. Dann haben wir es mit Skype versucht und Skype hat mir meine kompletten Soundeinstellungen zerschossen, dass jegliche Soundaufnahme komplett übersteuert und unbrauchbar war. Ja. Warum hier jetzt? Ich glaube, das ist, weil die Station anders ist als früher. Deswegen kann ich die auch, ich kann sie zwar öffnen, aber dann kann keiner mehr raus. Ist auch ein bisschen doof. Aber es ist egal, wir wollen jetzt einfach nur die Attraktion fahren. Ich beschleunige das mal immer, wenn wir hier hochfahren. Das ist jetzt nicht so interessant, dass wir einfach, dass wir die Strecke nochmal haben. Das ist ja wirklich das Interessante. Nee, es tut mir wirklich leid. Ich hatte ursprünglich geplant, Fabi mit reinzunehmen, weil sich das eben auch mal gewünscht wurde. Und ich mir gedacht habe, hey, für Folge 100, das ist doch ein passender Anlass. Aber leider hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde haben wir versucht, das aufzunehmen. Haben dann auch schlussendlich aufgenommen, weil ich alles fertig eingestellt hatte. Nur war dann Fabi deutlich leiser geregelt. Und dann war die Aufnahme auch noch umsonst gewesen. Ja, und jetzt nehme ich hier nach 2 Stunden endlich die finale Folge auf. Ach ja, unsere erste Piratenbahn. Unsere jetzige Piratenbahn ist definitiv cooler, muss ich jetzt schon sagen. Die Station ist natürlich nice. Aber unsere neue wird noch besser. So, als nächstes kommen wir zu dieser Achterbahn, die fährt da hinten gerade noch. Hier ist noch eine unfertige, die haben wir ja auch noch. Die werde ich auch nicht weiterbauen, bevor jetzt Fragen kommen. Das ist nicht geplant. So, kommen hier alle rein. Und auf geht's. Ach schön, jetzt sehen wir hier sogar gerade nochmal die Beleuchtung. Die war so ein bisschen, ja, das hier war ja auch so unsere Märchenachterbahn. Eher die ruhige für die jüngeren Besucher. Da gehen die Arme hoch. Ach schön, auf den Mond zu. Ja, die hier war wirklich sehr, sehr ruhig. War die dritte Bahn, die ich generell gebaut habe. Und ich bin wirklich dann mal gespannt, ob man auch langsam aber sicher so einen Fortschritt sieht. Die ist auch relativ hoppelig noch. Das hätte ich mal alles so mit Smooth überarbeiten müssen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht getan und das merkt man ganz stark an der Streckenführung. Ich war jetzt auch gefragt worden, wofür das Smooth-Teil überhaupt, der Smooth-Button überhaupt da ist. Und jetzt sieht man das halt mal. Es ist ganz leicht passiert, dass die Schienen dann so hoppelig sind, wenn man da nicht nochmal drüber geht. Mensch, hier auch in die Station gerattert bis zum Get-No. Gut, und dann machen wir hier auch nochmal einen Test. Fahren mal hoch. Die ist auch wieder, die habe ich auch wieder so extrem hoch gebaut. Ich baue aber irgendwie die Achterbahn immer so hoch. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das so ein Tick von mir. Die brauchen irgendwie bei mir so eine bestimmte, oh, das ist ein cooles Bild. Die brauchen bei mir irgendwie so eine bestimmte Höhe, damit sie mir Spaß machen. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, was ein Richtungswechsel. Was habe ich da gebaut? Was habe ich da gebaut? Wahnsinn. Also, man merkt hier ganz klar noch, dass es meine Anfänge waren. Oh weia, oh weia, oh weia. Looping. Das mit den 2 Loopings hintereinander, das muss ich unbedingt aber nochmal bauen. Das ist wirklich eigentlich eine coole Sache. Eieieiei, und das fand ich mal gut. Die habe ich ernsthaft so stehen lassen. Oh weia, oh weia. Gut, das war es aber auch schon in diesem Park. Das heißt, wir gehen zurück ins Hauptmenü.
So, Laden, Park 2. Und da hatten wir diese Schluchten. Da hatten wir nur zwei Achterbahnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Da hatten wir, oh, da haben wir auch gebastelt. Meine Güte, haben wir da getrickst. So, ich würde sagen, als erstes fahren wir mal mit der hier hinten. Die war auch leider relativ hoppelig geworden. Die gehört nicht unbedingt zu meinen Schmuckstücken. So, rauf ging es hier. Aber nur ein Stück, denn wir sind ja schon erhöht gestartet. Und dann geht's hier runter. Jetzt geht's runter ins Loch. Und jetzt fängt wieder die Hoppelpartie an. Jetzt hatten wir hier erstmal den Looping um diesen Steinblock drumherum. Da haben wir auch damals ganz schön tricksen müssen, um das hinzubekommen. Und mit dem Part hier war ich bis zum Schluss nicht zufrieden. Ihr seht warum. Es ist einfach unglaublich hoppelig. Wobei ich es nicht so hoppelig in Erinnerung hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Yay! Und zwei Rollen! Zwei Hardline-Rolls hintereinander weg. So. Jetzt kommen wir hier durch den Stein. Fahren durch den nächsten Looping von der anderen Bahn. Man sieht auch ganz klar, dass die alle noch vor Phase 2 gebaut wurden. Denn die sind hier alle noch weiß. Was? Das war doch früher nicht so. Hat sich da auch irgendwas verändert in Phase 2, dass wir hier nicht mehr durchkommen? Die fuhr doch. Ach komm. Ach Mensch. Ja. Gut. Dann fahren wir die nicht mehr bis zum Ende, weil ich wüsste jetzt gerade nicht, dann müsste die jetzt noch umbauen. Wir fahren einfach mal die nächste, ne? Die fährt jetzt auch gleich direkt los. Hui. Startet auch direkt wieder in so einen Tunnel. Also ich muss sagen, diese Map hier, die gefällt mir eigentlich wirklich recht gut zum Achterbahnbauen. Das muss ich schon sagen. Hier haben wir auch wieder direkt diesen Doppellooping. Es bietet sich einfach an. Ich finde es ganz cool, wenn man bei einer Achterbahn nicht erst noch einen Wahnsinns-Lifthill hoch muss, sondern direkt einfach mal runter ins Loch guckt. Sofort nachdem man losgefahren ist. Das finde ich super. Hier hatten wir drei Loopings. Ich glaube, sonst hatten wir hier keine Überkopffahrten mehr, oder? Ich glaube nicht. Jetzt ging es gleich nach rechts und dann ging es hoch. Den Hügel hoch. Oh Gott, da links steht unser Wagen. Oh Gott. Mensch. So, genau. Und jetzt ging es hier nur nochmal in eine Linkskurve, in eine ziemlich steil geneigte. Und dann sind wir schon wieder in der Station, die mir auch ganz gut gefällt. Ich mag auch den Ausblick und unsere Aussichtsplattform hier. Ach ja, schön. Und es geht direkt weiter in unseren letzten Park, in dem wir aktuell bauen. Und da haben wir, oh Gott, drei Achterbahnen, ne? Ich meine drei Achterbahnen. My Park 3. Da hatten wir einmal die Kinderachterbahn, den Silver Star und die wir jetzt gerade bauen. Oder habe ich noch eine vergessen? Nee, das waren sie alle. Gut, dann hocken wir uns hier auch mal in die Kinderachterbahn rein. So, auf geht's. Wow. Fahren wir jetzt erstmal ganz gemütlich den Berg rauf. Ach ja. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich hatte ja schon mal vom Panoramapark erzählt in Kirchhunde. Manche kennen den ja sogar. Das erinnert mich so ein bisschen an den flinken Fridolin, aber ich glaube, den gibt's auch nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber der ist ja umgewandelt worden. Es ist ja kein wirklicher Freizeitpark mehr. Da gibt es noch so ein paar Sachen, gibt es noch. Aber ich glaube, Achterbahn und sowas gibt es da gar keine mehr. Schade eigentlich drum. Und an den erinnert mich hier dieser Wendigo. Wendigo heißt ja diese Achterbahn hier. Die ist auch gemütlich. Die mag ich wirklich gerne. Und ja, man sieht definitiv, finde ich, sieht man einen Unterschied dazu, wie ich früher gebaut habe und wie ich jetzt baue. Also ich finde, man sieht einen ganz klaren Unterschied. Ich meine, die Station ist jetzt auch nicht pralle. Hallo. Aber es ist schon okay. Ach ja, schön. Als nächstes haben wir dann den Silver Star gebaut. Ist der gerade unterwegs?
Ja, da hinten, da kommt er gerade zurück. Dann beschleunige ich hier gerade mal ein kleines Ticken, kleines bisschen. So, einmal warten, bis alle drin sitzen und dann geht's auch schon los. Jetzt geht's los. Das kann man eigentlich alles, das sind ja nur die Lifthügel. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. So. Ja, das wäre jetzt auch schön gewesen, wenn Fabi den hätte mitfahren müssen. Weil wir waren ja mal im Europapark bislang einmal gemeinsam. Und da wollte er nämlich nicht auf den Silvester drauf. Ist der doof, ne? Nein, also Silvester gehört definitiv mit zu meinen Lieblingen. Es passiert nicht wirklich viel. Man fährt ja eigentlich nur hoch und runter. Aber ich mag das Fahrgefühl trotzdem sehr, sehr gerne. Ich fahre den wirklich gerne. Und ich hatte am Anfang wirklich Schiss davor. Aber man merkt dann eigentlich, dass das gar nicht so schlimm ist. Ich versuche sowieso, wenn ich Schiss von der Bahn habe, dann versuche ich mich immer damit zu beruhigen. Oh Gott, ja, die kommen ja alle lebend raus. Wird schon nichts passieren. Ich meine, es passiert ja auch nichts. Mein Gott. Upsala. Da stand ein Pfeiler ein bisschen doof. Aber es ist das erste Mal immer wirklich richtig krass, Nervenkitzel. Und danach genießt man dann mehr. Das erste Mal geht mir immer so, dass ich vor den krasseren Attraktionen, die extrem hoch sind oder sowas, dass ich dann immer so ein bisschen denke, ja, ich habe ja schon Bock, ich will auch unbedingt fahren, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch. Aber dann beim zweiten Mal, dann fängt es schon wirklich an mit dem Genießen. So. Und zu guter Letzt, ihr Lieben, kommen wir zu der Bahn, an der wir aktuell bauen, die auch irgendwie schon offen ist, obwohl sie eigentlich noch gar nicht offen sein sollte. Aber wir initialisieren mal einen Test und fahren los mit dem Ding. Haben wir jetzt hier einen drin? Nee, es ist nur ein Dummy. Ich wollte gerade sagen, hä? Warum sitzt denn jetzt hier einer drin? Yay, ab geht's! Und ich muss sagen, auch wenn die teilweise nicht so ganz so rund ist vom Fahrgefühl, ist das hier definitiv eine meiner besten. Weil hier habe ich auch mal wirklich Sachen gebaut, die ich sonst noch nicht so ausprobiert habe, wo ich mich nicht so dran getraut habe, eine eigene Inversion zu bauen. Ich habe ja sonst immer wirklich nur die genommen, die quasi in der Bibliothek waren, in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt mal. Und das habe ich zum ersten Mal hier gemacht, dass ich genau diesen Bereich hier, man merkt es natürlich auch, er ist natürlich hoppelig, aber es ist selbst gebaut und da bin ich schon auch irgendwie so ein bisschen stolz drauf, auch wenn es nicht so berühmt ist. Und wenn die Bahn generell nicht unbedingt dem entspricht, wie ein Wing Coaster normalerweise auszusehen hat, habt ihr mich ja schon belehrt. Aber bei mir sieht irgendwie keine Achterbahn so aus, wie sie eigentlich auszusehen hat. Außer hier im Park wirklich, ich muss sagen, die Kinderachterbahn der Silverstar finde ich persönlich, die finde ich realistisch geworden. Aber ansonsten, ja, ne? Ja, ihr Lieben, das war es aber auch mit Folge 100. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß daran, nochmal die alten Attraktionen zu fahren. Morgen werden wir an unserer Piratenachterbahn hier im Park an unsere Wing Coaster weiterbauen. Szenerie fehlt noch. An der Station muss noch gebastelt werden. Das kommt dann definitiv morgen dran. Also, Lieben, wir sehen uns wieder morgen in Folge 101. Bis dahin. Tschüss.